Die Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swiss-Made Asset Management. Einen guten Abend, willkommen bei der Sendung Geld. Es ist traumhaft, wenn man durch tief verschneite Winterlandschaften spazieren kann oder mit dem Ski, einem Snowboard oder einem Schlitten von den Bergen ins Tal runterfahren und die Wintersonne darf geniessen. Auf der Schweizer Piste ist in diesen Wochen dann auch viel los. Besonders wenn es im Flachland grau und in der Höhe blau ist, kommt es vor der Seilbahn und der Skirift so viel Andrang und Schneesportlerinnen und Sportler sind gerade in Scharen auf der zum Teil auch engen Abfahrt unterwegs. Angesichts der herrlichen Bergwelt kommt der ein oder andere auch mal in einen Temporausch und saust rasant talwärts. Leider kommt es auf der Piste oder auch vereisten Wegen und Strassen aber immer wieder zu Unfällen mit mehr oder weniger ernsten Folgen. Darum gehen wir heute hier im Geld der Frage nach, wie man Winterunfälle möglichst verhindern kann und wie man sich optimal schützen kann. Ich begrüße jetzt Daniel Weiss, Generalagent bei der Helvetia Olten. Ja, auch beim Ski- und Snowboardfahren braucht es Regeln. Wie kann man Winterunfälle möglichst verhindern? Ja, sie ist im Grundsatz wie überall. Die Ausrüstung, die sollte in einem tadellosen Zustand sein. Sicherheitsausrüstungen wie Helm, Händchen, Rückenprotektor sollte man auch anlegen. Nicht unnötige Risiken eingehen auf der Piste, also nicht neben der Piste fahren. Das sind wichtige Grundsätze, die man sich daran halten sollte. Zudem ist auch wichtig, dass man die 10 FIS-Regeln kennt. Die sind international gültig. Und der Apero, das wäre am schlimmsten, wenn man den erst im Tal zu sich nehmen. Was sollten die beachten, die gerne schlitteln und da halt auch mal ein bisschen mit höherem Tempo unterwegs sind? Ja, das ist tatsächlich so. Das Kantonsspital Graubünden hat im 2017 mehr Schlittenunfälle bekommen als Snowboardunfälle. Alle werden man sicher nicht verhindern, aber auch dort ist es genau das Gleiche. Man muss einen Schlitten haben, der intakt ist, der auch das Gewicht mag aushalten, wo man drauf ist und nicht das Kleine nimmt für sein eigenes Gewicht. Dann ist auch dort wichtig, Helm, Brille, gute Schuhe, gute Kleider, Händchen anlegen, dass wenn etwas passiert, dass man hier sicher auch gut gerüstet ist. Das BFU hat auch dort 10 Regeln herausgegeben. Darunter ist die wichtigste, dass man sich das Tempo daran gewöhnen soll. Es ist nicht immer so einfach. Man ist auch schneller unterwegs als man meint. Und der Bremsweg ist bei einem Schlitten viel schneller, also weiter, als bei Ski oder Snowboard. Und bei einem Unfall ist es ganz wichtig, sofort die Unfallstelle sichern und den Verletzten Hilfe leisten. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, man soll natürlich nüchtern unterwegs sein. Jetzt ist es allerdings so, in vielen Skigebieten gibt es ja so schöne Schneebaren und schöne Hütten, wo dann eben nicht nur Kamillentee und Wasser getrunken wird. Gibt es eigentlich Vorschriften punkto Alkohol auf der Skipiste? Leider nicht. Also es ist so, auf der Skipiste wie auf der Schlittenpiste gibt es keine Alkohol- oder Promillegrenze. Man muss aber wissen, und das ist wirklich so, wenn man feststellen kann, dass unter Alkoholeinfluss fahrlässig gefahren worden ist oder fahrlässig gefahren worden ist, dann kann die Unfallversicherung Kürzungen bis zu 30% des Taggelds durchführen. Wenn man dabei noch eine Person verletzt hat, also das heisst, jemand anderer ist zu Schaden gekommen, dann geht es an Privathaftpflichtversicherung und auch dort werden Kürzungen vorgenommen und auch neue Kürzungen vornehmen. Und das kann natürlich relativ für einen Unfallverursacher sehr teuer kommen. Zu Winterunfällen kommt es allerdings nicht nur auf den Pisten. Manchmal ist nach einem schönen Skitag ausgerechnet tunne im Tal auf der vereisten Strasse ausgerutscht und hat sich eine Verletzung geholt. Einfach eher lauern gerade bei winterlichen Strassenverhältnissen vermehrt Gefahren, wenn der Nebel die Sicht einschränkt und Strassen mit Schnee bedeckt sind oder sich sogar besonders in der Nacht Eis bildet. Ja, Daniel Weiss, welche Tipps geben Sie besonders jetzt im Winter den Autofahrerinnen und den Autofahrern, damit man eben von Unfällen auf der Strasse möglichst verschont bleibt? Es klingt ein bisschen banal, aber dort Winterpneu montieren. Es ist unglaublich, wie viele Leute im Winter immer noch mit Sommerpneu unterwegs sind. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Dann ist es auch so, dass die, die in höheren gelegenen Gebieten wohnen, eine Schneekette dabei haben, dass sie die montieren können, wenn es ein bisschen Schnee gibt. Und das wissen wir. Das ist so, ja. Dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, die Autoscheiben. Die müssen gereinigt sein von Schnee und Eis, ganz genau. Man muss eine Rundumsicht haben und wenn das nicht der Fall ist, kann es bis zu einem Billettentzug führen.
denken auch das Tempo, muss man am Wetter anpassen oder das Strassenverhältnis anpassen. Und wenn man einen Tag auf der Ski war, wie vorhin, wenn man nicht unbedingt nach Hause fahren muss, soll man das doch lieber sein. Und wenn man einen Abbruch hat, nicht den Schlüssel stecken oder nein, das Taxi. Ja, und was sollten die Fußgängerinnen und Fußgänger im Winter besonders beachten? Also dort geben wir eigentlich auch nicht den Tipp, sich sichtbar zu machen. Sei das mit Leuchtstreifen oder Taschenlampen, man muss nicht sehen, der Fußgänger. Ganz wichtig ist auch im Winter, brauchen, wenn es ein Trottoir hat, laufen oder überqueren die Strasse nur dort, wo es Zebrastreifen hat. Und denken daran, auf Schnee und Eis ist der Bremsweg von einem Auto viel länger. Wenn man Gepäck dabei hat, ist ein guter Rotschlag, dass man das in den Rucksack tut, gute Schuhe anlegt. Und wenn man ausrutscht, hat man noch beide Hängen drin und kann sich leicht, ein bisschen besser auffahren. Prävention ist wichtig, Risikoschutz ebenfalls. Wie kann man sich optimal gegen das Winterunfall, gegen die Folgen von Winterunfall versichern? Ich denke, es gibt mehrere Versicherungen, die man hier anschauen darf. Die drei wichtigsten für mich sind die Hausratversicherung. In der Hausratversicherung ist vor allem der Diebstahl auswärts, ob der genug hoch versichert ist. Also wenn ein Snowboard oder ein Ski gestohlen wird, dass man auch voll zahlen. Dann ganz wichtig ist die Privathaftpflichtversicherung. Dort reden wir von der Grobfahrlässigkeit. Auch dort muss man den eingeschlossen haben, dass man eben genauso viel ausschliessen kann. Und beim letzten ist die Reiseversicherung. Dort muss man schauen, dass die Bergungskosten und die Transportkosten versichert sind. Das ist sicher wichtig. Sache, dass das auch super abgedeckt ist. Wir sagen einfach immer, wenn sich die Leute grundsätzlich an die Regeln halten, dann müssen wir weniger zahlen. Danke vielmals, Daniel Wyss. Sie sind für die meisten Sparer und Anleger Basis von ihrer Finanzstrategie, der Anlagefonds. Mit diesen Finanzvehikeln hat man die Chance, dass man auch als Privatinvestor mit nicht so viel Geld eine breite Diversifikation erreicht und seinen Sparbatzen genauso professionell kann investieren, wie das sehr vermögende tun. Das nächste Mal zeigen wir hier im Geld, auf was man beim Anlegen mit Fonds besonders achten sollte und wie man die passenden Fonds je nach persönlichem Risikoprofil für sich findet. Einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management.